Wir erleben gerade alle gemeinsam das, was für den Herbst zu erwarten war. Die zweite Welle breitet sich in Europa aus und die Situation ist eine sehr ernste. Das Wachstum, das wir erleben, ist ein exponentielles. Das heißt, in einem gewissen Zeitraum kommt es zu einer Verdoppelung der Zahl der Neuinfizierten. In manchen Ländern dauert das 3 Wochen, in anderen 2 oder 1. Wie lange es auch immer dauert, es führt dazu, dass die Zahlen massiv ansteigen und exponentielles Wachstum endet leider Gottes nicht von alleine. Das bedeutet, dass wir mittlerweile wieder sehr dramatische Zustände in Spanien und Frankreich haben, wo ganze Städte abgeschottet sind. Wir erleben einen de facto Lockdown in den Niederlanden und in Belgien, aber auch in unserer Nachbarschaft, in Slowenien oder auch in Tschechien, ist die Situation mittlerweile eine extrem herausfordernde, mit dem Ergebnis, dass Schulen, Restaurants, Lokale und vieles andere in der Gesellschaft wieder geschlossen ist. In Österreich haben natürlich alle recht, die sagen, wir haben ja noch kein Problem auf den Intensivstationen. Die sind ja noch gar nicht ausgelastet. Aber ich bitte, dass wir uns alle noch einmal in Erinnerung rufen, was exponentielles Wachstum bedeutet. Wir haben in Österreich derzeit eine Verdoppelung der neuinfizierten Zahlen innerhalb von ungefähr 3 Wochen. Wenn dieser Trend nicht abreißt oder sich sogar noch verschärft, dann bedeutet das 6.000 Neuinfizierte pro Tag im Dezember. Und das geht ja dann so weiter, weil es im Regelfall nicht von alleine aufhört. Wir müssen daher jetzt alles tun, um gegenzusteuern und einen zweiten Lockdown für Österreich hoffentlich verhindern. Ich möchte mich daher ausdrücklich bei allen Menschen in Österreich bedanken, die jetzt schon einen Beitrag leisten. Wir haben ganz viele Betriebe mit großartigen Präventionskonzepten, die Gastronomieunternehmen, die alles tun, damit auch in der Gastronomie ein Essen und Trinken ohne Ansteckung möglich ist. Ich möchte den Lehrerinnen, Lehrern, den Eltern, den Schülern danken, die gemeinsam versuchen, dass die Schule weiter stattfinden kann. Und ich möchte zusammengefasst allen Bürgerinnen und Bürgern danken, die sich bemühen, die sich anstrengen, die mitmachen und so einen Beitrag leisten. Es gibt aber leider einige, die sich weigern, einige, die die Maßnahmen absichtlich ignorieren und die sogar andere jetzt mittlerweile dazu aufrufen, Maßnahmen zu brechen. Diese Menschen verursachen einen großen Teil des Schadens, den wir dann alle gemeinsam ausbaden müssen. Und dafür habe ich absolut kein Verständnis. Klar muss uns sein, je mehr Menschen einen Beitrag leisten, desto besser kommen wir durch diese Krise. Und das betrifft nicht nur die Gesundheitssituation, sondern das betrifft auch die Wirtschaft und die Arbeitsplätze. Je höher die Infektionszahlen sind, desto größer der Schaden für Wirtschaft und Arbeitsplätze. Und denken Sie vielleicht auch an die Menschen, die gerade eine bevorstehende Operation haben. Je größer die Infektionszahlen, je größer die Belastung der Spitäler, desto mehr Menschen müssen wieder, wie im Frühling und wie in anderen Ländern jetzt schon, geplante Operationen verschieben. Auch das ist höchst unangenehm und oft ein Schaden für die Betroffenen. Mein wichtigster Punkt heute ist daher die eindringliche Bitte an alle Menschen in unserem Land, an alle Österreicherinnen und Österreicher, bitte helfen Sie mit. Sie können durch Ihren Verzicht, auch wenn das schwerfällt, einen Beitrag für Ihr Land leisten und für die Menschen in unserem Land. Die nächsten Monate, die werden ein rot-weiß-roter Kraftakt werden, schlicht und ergreifend, weil wir alle in Österreich und in Europa schon Corona müde sind, aber es noch Monate dauern wird, bis wir mit einem Impfstoff auch wirklich einen Durchbruch erzielen können und eine Trendwende einleiten können. Es werden herausfordernde Monate, aber je besser wir zusammenhalten, je besser jeder Einzelne mitmacht, desto besser werden wir durch diese Phase kommen. Neben der Notwendigkeit, dass jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, müssen wir natürlich auch als Bundesregierung österreichweit und die Bundesländer für ihre Regionen Maßnahmen setzen. Wir sind uns vollkommen bewusst, sehr geehrte Damen und Herren, dass diese Maßnahmen unpopulär sind. Sie sind unpopulär, aber sie sind leider notwendig.
Ich darf daher auf die Punkte eingehen, die ab Freitag 0 Uhr für Österreich in Kraft treten werden. Es gilt weiterhin, was wir bisher schon gewohnt sind und was wir auch ständig predigen, nämlich Abstand halten und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Das sind zwei ganz wesentliche Maßnahmen, die weiterhin gelten. Darüber hinaus reagieren wir als Bund dort, wo die Masse der Ansteckungen stattfindet, nämlich bei privaten Zusammenkünften. Ab Freitag 0 Uhr werden Indoor-Zusammentreffen nur noch mit maximal 6 Personen, also maximal 6 Erwachsene, stattfinden können. Outdoor maximal 12 Personen. Das gilt grundsätzlich überall. Das bedeutet im Restaurant genauso wie beim Yogakurs, in der Tanzschule genauso wie bei der Geburtstagsfeier, bei der Hochzeit genauso wie beim Zusammentreffen in Vereinslokalitäten. Alle Zusammentreffen außerhalb der beruflichen Tätigkeit sind erfasst. Die Ausnahme wie bisher sind Begräbnisse. Darüber hinaus gibt es professionelle Veranstaltungen. Das ist der Teil, der nicht jeden Österreicher betrifft, aber für die Veranstaltungsorganisatoren ist dieser Teil wichtig. Auch hier gibt es Nachschärfungen. Professionelle Veranstaltungen, wie zum Beispiel Bundesligaspiele, die Staatsoper oder anderes, können ausschließlich nur mit zugewiesenen Sitzplätzen stattfinden, mit Mund-Nasen-Schutz während der gesamten Dauer der Veranstaltung. Es dürfen keine Speisen und Getränke mehr verabreicht werden. Es braucht eine Vorabinformation der Gesundheitsbehörden bzw. eine behördliche Genehmigung. Outdoor maximal 1.500 Personen, Indoor maximal 1.000 Personen. Sehr geehrte Damen und Herren, die professionellen Veranstaltungsorganisatoren wissen Bescheid. Das betrifft alle Zusammenkünfte außerhalb des Berufs, mehr als 6 Personen bzw. Outdoor mehr als 12 Personen. Was sich jeder Einzelne merken muss, was jeden einzelnen Staatsbürger betrifft, ist: Treffen Sie sich Indoor mit nicht mehr als 6 Personen, Outdoor mit nicht mehr 12 Personen. Versuchen Sie überall, wo es möglich ist, Abstand zu halten und tragen Sie eine Maske. Darüber hinaus haben die Länder die Möglichkeit, und das ist auch notwendig, regionale Verschärfungen vorzunehmen. Das betrifft zum Beispiel die Sperrstunde. Das betrifft Möglichkeiten, ein Alkoholverbot auszusprechen und Maskenpflicht zu verordnen auf belebten öffentlichen Plätzen. Das betrifft den Bildungsbereich, wie in einigen Bundesländern ja auch schon praktiziert, oder regionale Quarantänemaßnahmen wie zuletzt in Salzburg. Die Bundesländer, in Person der Landeshauptleute, werden über Maßnahmen, die sie in ihren Bundesländern setzen, selbstständig die Bevölkerung in Kenntnis setzen. Gesundheitsminister Anschober hat darüber hinaus ein Konzept erarbeitet für den Schutz der vulnerablen Gruppen, da es uns ein besonderes Anliegen ist, insbesondere die Risikogruppen und da ganz besonders auch die älteren Menschen zu schützen und auf sie zu achten. Er wird auf dieses Konzept auch noch im Detail eingehen. Zusammengefasst, noch einmal, damit es auch ein Maximum an Klarheit und Verständlichkeit gibt, 3 Punkte, die jeder Österreicher, jede Österreicherin wissen sollte. Erstens, halten Sie Abstand. Zweitens, tragen Sie die Maske. Immer wenn Sie sich fragen, ob Sie die Maske tragen sollen oder nicht, entscheiden Sie sich dafür, die Maske zu tragen. Und der dritte Punkt, reduzieren Sie bitte Ihre sozialen Kontakte. Gesetzlich vorgeschrieben, Indoor maximal 6 erwachsene Personen, Outdoor maximal 12 erwachsene Personen. Ich ersuche Sie eindrücklich, halten Sie sich an diese Maßnahmen, leisten Sie einen Beitrag. Gemeinsam können wir bestmöglich die Krise bewältigen. Vielen Dank.